Panzerwochen, jetzt hier neu bei RaltenLP. Schön, dass ihr reingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Eine weitere Folge jagt uns. Wer gestern die Folge gesehen hat, und ich hoffe, ihr habt die alle gesehen, na, denkt dran, guckt fleißig meine Videos, weiß, dass wir eine Panzerwoche haben. Das bedeutet, ich werde viele verschiedene Panzer ausprobieren. Wenn ihr jetzt nicht wisst, Mensch, Ralf, was gibt's denn für Panzer? Guckt, die letzte Folge, total simpel, da habe ich alle Fahrzeuge vorgestellt, wirklich komplett alle. Und es sind, um es nochmal hier zu zeigen, 79 verschiedene Fahrzeuge, die ich habe. Okay, das ein oder andere Fahrzeug hat einen anderen Skin, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir sind hier im wunderbaren Look der Bundeswehr und sind hier heute in unserem wunderbaren Strandhaus. Ein bisschen runtergekommen, ein bisschen abgewächst, aber egal. Wir haben da vorne in der Garage Panzer stehen. Irgendwie, das Kanonenrohr hat irgendwie, hängt ein bisschen durch, ne? Hat ein bisschen schlechten Tag so. Ich würde sagen, den müssen wir ein bisschen auf Tun bringen, das gute Stück. Und man sieht auch, schwankt ein bisschen, ne? Irgendwie hat nicht so einen guten Tag heute. Da sind zwei MGs oben drauf. Ich bin sehr gespannt, ob ich die benutzen kann. Und das Modell, das wir heute fahren, ist der Panzer. Lass mich schauen. Was habe ich denn da gespawnt vorhin? Der Merkava 4. Das ist das Ding, mit dem wir fahren. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und denkt bitte dran, schreibt mir in die Kommentare, was für Panzer ihr sehen wollt. Also wenn ihr irgendeinen Namen da seht, ne? Guckt in die letzte Folge, da habe ich mal alle vorgestellt. Schreibt es mir in die Kommentare und der Name in den Kommentaren, der die meisten Likes bekommt, das Fahrzeug werden wir dann zeigen. Ab geht's, Leute. Intro rein in den Panzer. Party, Party in GTA. Auf jeden Fall auch super nice von euch da draußen, wie ihr zurzeit abgeht. Ich feiere euch sehr. Wir steuern hart auf die 100.000 zu, Leute. Holy shit, bisschen eng in meiner Garage. 100.000 Abonnenten auf meinem Kanal, auch mächtige Zahl. Wäre ohne euch gar nicht möglich gewesen. Wir salutieren nochmal kurz hier vor der amerikanischen Flagge. So ungefähr. Und dann fahren wir mal ein bisschen los. Hier ist mein schöner Traktor. Können wir gleich mal die Luft jagen, braucht keine Sau. Gut, ansonsten ein großes... Ey, hör auf zu schreien da hinten. Ey, wo kommst du denn her? Wer hat dich denn da geladen? Hallo? Du gehörst doch gar nicht in die Hütte. Gleich mal hier mit meinem Kanonenrohr verprügeln. Gucken, ob ich das hinkriege. Hallo, ist jeder? Rennen Sie mal nicht weg hier. Muss ich mit meinem Kanonenrohr wegstupsen. Hallo, stehen bleiben. Habe ich eine Stelle gegeben mit meinem Rohr? Ja, Mann, guck mal hier. Schön mit meinem Schwengel auf den Dengel hier, Leute. Hashtag Kanonenrohrliebe. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, ich habe sogar mein Licht an. Seht ihr das? Hab ich da Licht oder hat es nur so getäuscht gerade durch den Baum? Jetzt kommt die Polizei daher, Leute. Was soll ich denn da dazu sagen, ey? Können Sie mal bitte aufhören, hier mich zu belästigen? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So, schnell das Fahrzeug hier den Hang runterschubsen, damit keiner sieht, was hier los ist. Ja, ich will ja nicht, dass... Oh, jetzt brennt hier die Hütte. Guck mal, Leute. Ganze Gras. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Guck mal hier. Jetzt kann er... Ich meine... Jetzt wäre die... Was habe ich denn noch was anderes hier? Ich habe nur Panzergeschütz. Schade, dass ich dieses MG da oben drauf nicht benutzen kann. Das ist so ein bisschen ätzend oder ein bisschen schade, dass die nicht gehen so. Ich meine, ist ja schön, dass wir die haben. Oh, guck mal, das ist sogar auf dem Kanonenrohr selbst montiert. Aber so wie es aussieht, müsste man sich da als Schütze dahinter setzen, oder? Sind es nicht zwei Griffe hier? Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Ihr wisst aber, was ich meine. Hupp, flip. So, Sie dahin auch bitte mal warten. Ja, einer nach dem anderen. Genau, parken Sie mal neben Ihrem Kollegen bitte. Sie bitte auch mal hier rüberkommen. Genau, bitte kurz... Stellst mal hier vorne an die Einfahrt. Danke, wunderbar. So, einer nach dem anderen bitte. So, den schubsen wir jetzt erstmal runter ins Wasser. So, einmal da runter mit ihm. Sie können ja auch schon mal hier runterfahren. Ja, danke. Sehr nett von Ihnen, dass Sie sich hier schon mal so positioniert haben. So, bitte einmal hier runter, einmal ins Wasser. Sehr nett. Vorsicht, der Panzer nicht. Bitte nicht, der Panzer hier runter. Einer nach dem anderen. Bitte warten Sie. Jeder kommt mal dran. Was ist so ein Geschrei schon wieder hier? Wegen ein bisschen Feuer da. Jetzt holen wir mal nicht weg. So, Sie kommen auch gleich dran. Mann, 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 habe ich hier viel zu tun heute. Muss ich hier richtig viele Polizeiautos hier runterschicken. Oh, jetzt bin ich drüber gefahren. Entschuldigung. So war das natürlich nicht gemeint. Und ganz langsam hier schön. Und gucken, ob das hier funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Guck mal, da fliegt das Auto ein. Und der Panzer drüber. Ist schon ein Monster. Ah, oh, guckt euch mal dieses Gerät. GTA, du geiles Stück Scheiße, ne? Sieht... Oh, no, 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 no. Oh, 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 halt, stopp, halt. Panzer, halt, nein, up. Cheaten. Pop. Beinahe, Leute.
So, wir können aber trotzdem mal gucken. Oh, da kommt gerade die Polizei vorbei. Aber ich werde nicht mehr gesucht, weil ich gerade die Freecam benutzt habe. Hier müssten jetzt ein paar Autos... Nee, sind die schon despawned? Oh, da, guck mal, da haben wir noch einen. Sitzt da noch jemand drin? Oh ja. Leute, ich würde sagen, dem Du da drin, dem geht's nicht so gut. Ich glaube, die haben den Tauchkurs verpasst. Die kamen ein bisschen zu spät, haben sich gedacht, yo, stürzen. Nee, warte mal, es war ja echt mit dem Panzer. Ich weiß es. Guck mal hier, das Polizeiauto. Den träumen wir jetzt mal ein bisschen. Guck mal, die denken sich jetzt auch gerade so, was ist denn hier passiert? Ein Panzer, lauter kaputte Autos. Wie kommt, was ist da denn los? Hallo, Sie da, Herr Polizist? Ups, oh, Entschuldigung. Nein, das war's nicht gemeint. Mann, ey, dass der gleich die Waffe ziehen muss. Guck mal, deeskalierend. Ganz ehrlich, Leute, ich habe einen Roleplay-Server, einen 5M Roleplay-Server. Wer das nicht weiß, checkt mal meine Videobeschreibung aus. Da ist discord.me ein Link dabei. Das ist eine Art Community von mir. Es sind über 300 Leute drauf. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Könnt auch ein bisschen mit mir quatschen. Und da ist auch mein Discord-Server. Das ist mein Discord-Server zu Hause natürlich. Mein 5M-Server zu Hause. Und da wäre natürlich das hier ein bisschen RDM. RDM steht für Random Deathmatch. Also, dass man Leute einfach tötet ohne Sinn und Zweck. Weil man muss ja... Ist ja nur, oh, guck mal, oh, Tiere. Lass die Tiere in Ruhe. Oh, nein. Ich glaube, wir haben ihn wieder gestellt. Ey, ich hab sie gewarnt. Ich habe sie echt... Guck mal, ich habe sie echt gewarnt. So. Naja, auf jeden Fall. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, das ist kein Whitelist-Server, das ist ein Public-Server, kann jeder drauf spielen. Jo, schöner und guter Flug hier, das Auto. Und würde mich mal freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Macht die Bude mal voll, Leute. Oh, da ist aber ein Teil weggeflogen, ne? Hier kriegen wir einen Helikopter, nein, da fliegt so weit oben. Hallo, guten Tag, Herr Passat, ja, ist gut. Wenn wir schon überrollen oder so, genau. So, erstmal den hier, und bam, Alter, richtig rein in die Seite. Das ist ein bisschen wie Straßenverkehr hier. Ich würde gerne ein paar mehr Autos abknallen. Was habe ich denn da oben gerade geschossen? Ich weiß nicht. War das ein Baum? Wird auch langsam dunkel. Oder wir sind einfach auf der Schattenseite. Da hinten, so wie es aussieht. Könnt ihr mal aufhören, um auf mich zu schießen, ja? Ist ja nicht aushalten, ne? Ganz ehrlich, ich fahre auch nochmal nett so, ja? Und dann sowas wieder. Ja. Genau. Ach, guck mal, die machen sich schon selber fahren. Nein! Ich hänge wieder fest auf so einem scheiß Stein. Kann man nicht mal sein. Hier in der Küste zu fahren, ist aber auch jetzt. Bitte auf die Seite einmal. Das ist aber nett von dir. Dankeschön. Oh Gott, wenden. Also, was bei dem Panzer auf jeden Fall auffällt, ist der Wendekreis. Ist brachial. Ist das euer Ernst da vorne, eine Straßensperre? Ich habe wirklich, guck mal, ich habe wirklich Lichter hier. Ja, nice. Ist ja wie im Film hier. Ups. Steine. Oh, Holz. Ich habe einen Holzstapel umgeboxt. Der alte Holzstapelboxer hier. Ja, aber macht schon Laune hier, die Karre. Muss man mal lassen. Ja, genau. Ach Gott, ey. Oh nein, ich fahre ja eine Sackgasse, sehe ich gerade. So, Jungs, umdrehen. Bitte machen Sie mal einen Weg frei. Hab mich verfahren. Kommt vor. Leute, im Panzer sieht man nicht so gut. Denkt bitte dran, ja. Bin auch schon ein bisschen älter. Da darf man sich mal verfahren. So, einmal die Straße hoch. Dankeschön, dankeschön. Das finde ich sehr nett von Ihnen. Aber dass Sie mir immer direkt in den Weg fahren müssen. Wie soll ich dann... Soll ich denn da Geschwindigkeit aufbauen? Oh, Polizist, gehen Sie mal weg da. Genau, legen Sie sich mal kurz auf den Panzer, so ist gut. Genau, gucken, schon vorher überschlagen, bevor ich überhaupt da bin. So, oh nein, ich hasse diese Steine. Die Cops sind so blöd. Oh, was macht der denn jetzt hier? So, einmal wieder zurück über die Brücke. Ich will so ein bisschen auf die Sonnenseite der Insel wieder fahren. Ja, Panzertage hier bei McDonald's, habe ich in der letzten Folge gesagt. Aber oh, ein Hase, ausweichen, ja. Nicht, dass ich wieder hier von den ganzen Tierfreaks da draußen Dislikes bekomme, weil ich einen virtuellen Hasen überfahren habe. Aber hier virtuell gefühlte 30.000 Polizisten mit dem Panzer erschießt. So, bitte mal, hier kann er nicht warten. Wie soll ich denn da gerade ausfahren, wenn hier die ganze Zeit irgendwelche Autos im Weg stehen? Sperr doch mal die Straße ab, Cops, mal. Ganz ehrlich, wenn ich Polizist wäre und ich hätte einen Panzer auf der Straße, ich würde das anders regeln. Ich würde das einfach anders regeln. Ich würde entweder A auf den Panzer holen oder B die Straße absperren oder... Genau, dankeschön, das ist gut. So, dankeschön, wunderbar, ja. Geht doch langsam. So, und schon... Nein, oh, ich... Warum driftet der Panzer denn manchmal so? Guck mal, jetzt bin ich wieder so hier stecken. Ich wollte nur gerade ausfahren, so. Da muss ich mir den Weg... Oh, ich glaube, meine Kette ist im Arsch. Kann ich mir wirklich gerade lenken. Oh. Dann ändern wir das mal. Ich habe das mal kurz gefixt, weil ganz ehrlich, mit dem Panzer nicht gerade ausfahren, das wird gesetzt.
Schönen guten Tag, kommst du mal runter hier, danke. Genau, und genau. Schau mal, diese Umweltverschmutzung, genau da im Fluss gelandet, ey. Oh, voll daneben geschossen. Nein, Alter, warum biege ich denn immer da ab? Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben schon wieder eine kaputte Kette. Oder? Komisch, warum passiert das denn die ganze Zeit? Auf jeden Fall ist die Geschwindigkeit atemberaubend. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben, wenn ich hier schon fahre. Wir machen den Weg frei, Leute. Die Autos hinter mir. Also ein Schlauberger, Alter. Bisschen neblig hier heute, ne? Woher das nur kommt, weiß ich nicht gerade. Hier will dieser Rauch, ey. Hier so Vape Nation Party oder was? Ah ja, mal auch eine Frage, die mich interessiert. Ihr da draußen, ich meine, wir haben ja unterschiedlich alte Zuschauer. Ich denke, da sind auch ein Haufen Leute dabei, die schon das Alter erreicht haben, wo man sich mal eine anzündet. Wie viele von euch da... Wow, habt ihr den Flug gesehen? Voll weggekriegt, wie beim Fußball. Wie viele von euch da draußen vapen denn? Also dampfen sozusagen. Hashtag Vape in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Weil es ist ja absolut nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht trendy, aber es gibt ja viele Leute, die so gewechselt haben. Im Übrigen, ich wollte schon die ganze Zeit mal in die Nacht reinfahren. Oh, knapp. Yes. Und, oh, da fliegen sie, guck mal hier. Die Boys, Alter. Ich wollte schon lange mal eine Nachtfolge machen mit dem Panzer, da ist sie jetzt. Nur muss ich sagen, es ist halt wirklich schwer, was zu sehen hier. Hey, warum bin ich schon wieder stehen geblieben? Manchmal glaube ich, macht der Panzer, was er will, so. Sieht so aus, als würden wir heute eine ganz entspannte Tour um den See machen. Aber nee, komm, lass wir durch die Stadt fahren, oder? Die Suchscheinwerfer der Helikopter sind dann auch fucking awesome. Das muss ich sagen, ist halt eine Sache, die finde ich richtig nice von der Atmosphäre her, so. Ups, hey! Jedes Mal, wenn ich nach hinten gucke, fahre ich irgendwie so einen Scheißposten. Ups. Zivilisten hat geknallt, wollte ich gar nicht. So. Ich schieße jetzt mal nicht mehr mit der Kanone, weil sonst die ganze Zeit dieser Nebel dann steht, dann sehe ich nichts mehr. Ja gut, wenn die halt so frontal in mich reinfahren, was willst du da machen? So, wie viel Polizisten haben wir da hinter mir? Geht ja eigentlich, ne? Lass mal ein bisschen sammeln hier. Kleines Feuerchen machen hier. Diese... Ich weiß ja auch nicht. Oh, da ist ein Bus. Guck mal, endlich mal ein Endgegner hier. Frontal rein in die Karre. Boom, Alter. Hat jetzt aber auch nicht wirklich viel Chance gegen mich, ne? Hier der Bus so. Holy moly, Alter. Hab ich da reingekracht, man. Der Bus hat auch schon bessere Tage gehabt. Hier ist ultra neben für diesen ganzen Rauch und die Explosion, die ich verursache. Zieht euch das mal rein, ey. Aber dafür ist es halt mit dem Flugscheinwerfer so awesome. Seht ihr diese Nebelkugel, die immer wieder aufpoppt, sobald ich mal, gucken wir mal, ob wir da vorne so eine Kugel nochmal provozieren können. Ja, seht ihr es? Diese Nebelkugel. Kommt eben von dem Skript, was ich am Laufen habe. Sehr, sehr cool. Oh! Was für ein Sprung hier. Ich würde sagen, wir fahren aber mal vorbei zu der Polizeiwache, wenn ich jetzt fahre. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Ich finde es halt echt schön, wie sie sich Mühe geben. Es gibt ja in Zeugnissen öfter so Kommentare, wo man so durch den, wie soll ich sagen, durch die Blume lesen kann, wie der Schüler so war. Und ich würde fast sagen, hier bei den Cops kann man sagen, sie bemühten sich redlich, ja. Guckt euch mal diese Karre an. Ey, warte mal, da müssen wir ein bisschen Tag machen. Seht euch mal diese Karre rein. Was zur Hölle? Da ist so gar nichts mehr. Guckt, was ist hier denn los? Warum schaut denn in seinen Kopf durchs... Oh, leck mich am Arsch.
Also, aber Respekt an den Polizisten, der immer noch hier sich denkt, nö. Oh nein, jetzt bin ich hier mit meinem Kanonen an dem Schild angeblieben. Tschüss, Kumpel, ne? Nice try, aber so nicht. So, Vorsicht. Oh Gott, immer diese Zivilisten. Ich glaube, die meinen Panzer nicht sehen würden. Guck mal, wir schubsen mal gut durch den Baden da an. Da hat kein Rad mehr, gar nicht Eis mehr. Nice try, Boys, nice try. Ich bin am überlegen, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Die Cops haben halt echt keine Chance gegen mich, ne? Also zumindest nicht mit diesen Panzern, die ich hier gerade fahre. In der gestrigen Folge habe ich schon echt, das war einfach... Ich meine, gibt es eine Möglichkeit hier? Geh mal weg da vorne! Hallo! Weg da! So, danke. Oh, oh, ich brenne. Gestern habe ich aber auch schon gebrannt und da ging es dann wieder aus, das Feuer. Mal gucken, ob es heute aus ist. Naja, auf jeden Fall ziemlich OP. Denkt bitte dran, in der Folge von gestern könnt ihr euch Fahrzeuge und Panzer wünschen. Ja, also falls ihr eine Idee habt und sagt, hey, den will ich mal sehen, macht das gerne für euch. Hört mal auf zu brennen hier. Kann aber nicht wahr sein. Mir da oben hört auf zu schießen. Ralf, bitte stellen Sie das Rauchen ein. Ja, ist ungesund. Vape Nation. Hashtag Vape Nation. Okay, da ist das Feuer wieder aus. Hey, und nein, jetzt brenne ich schon wieder. Was ist denn los hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum brenne ich denn die ganze Zeit? Hört mal auf! Wow, guck mal, 360 No-Scope hier. Alter. Jesus fucking Christ. Geht auf jeden Fall gut ab. Oh no, 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 ich bin ausgestiegen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Holy fuck, holy. Entschuldigung, Leute, ich war's nicht, ich war's nicht. Hört auf, lasst mich in Ruhe. Ich kann gar nichts dafür, ich bin ganz friedlich. Hallo, ich bin ein Busch. Lasst mich in Ruhe. So, ich verstecke mich jetzt einfach hier hinter dem Zug. Und Leute, auf, rauf auf den Zug. Oh shit. Fuck. Lasst mich nicht sterben! Nein, 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 nein! Oh! Danke fürs Reinschauen! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Schaut doch in die Endcard! Ich bin draußen, auf Wiedersehen!